Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tief in der Nacht geht es mal wieder in Berlin weiter. Wir sind mal wieder bei der Firma KKS. Geht schon los? Ja. Hi. Schon so spät hier? Lass mal lieber loslegen, bevor es noch später wird, ne? Ja. Weil wir haben nämlich tatsächlich den Plan, das Ding hier heute mal anzureißen. Ja. Nach fast, ich würde jetzt mal sagen, bestimmt ein Jahr. Nee, der ist länger zerlegt jetzt. Ich weiß, ich habe den im Januar, Februar letzten Jahres zerlegt. Dann natürlich erstmal lackiert und dann langsam zusammengebaut und so. Mhm. Das heißt, ja, lange zerlegt. Lange, lange, lange. Aber das soll sich heute ändern. Ich hoffe. Probieren wir mal. Ja, ein bisschen was vorbereitet habe ich ja schon. Also quasi die ganzen Ausgänge getestet, Düsen, Zündung. Zündung geht jetzt, Punkt jetzt. Und Drosselklappe habe ich schon angelernt. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es ist noch genug Sprit drin. Die war relativ mau. Mhm. Das sehen wir dann gleich. Hab die Sensoren schon alle angelernt, schon im Display mit verknüpft. Weil das ist immer, das dauert immer ewig. Das brauchen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das war wieder so 2-3 Stunden Arbeit. Jetzt müssen wir Zündung noch bitzen. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, frei programmierbare Steuergeräte. Erst bevor man den Schlüssel dreht, Düsen ab, Zündung kontrollieren, ob der wirklich OT blitzt. Sonst hat man sehr große Probleme. Dann läuft das Ding, dann läuft er entweder, ja, sagen wir mal, zu heiß oder zu kalt oder was auch immer. Erste, immer Zündung, ganz wichtig. Das heißt, mit dem Originalsteuergerät muss man das einfach nicht machen, weil der Hersteller das macht. Hier muss man schon wirklich dem Steuergerät einmal sagen, wo OT ist, übertrieben gesagt. Ja, genau, ja. Also, du hast eine Basemap mit einem festen Punkt, wo der Sensor ist. Die Triggerscheibe ist nicht bewegbar. Mhm. Dann ist es ja quasi immer gleich vom Hersteller aus. Mhm. Wenn du jetzt aber einen Trigger hast, der irgendwie noch variabel ist, auch so die Sache. Und Hauptproblem ist auch bei den Sensoren, gerade bei den VR-Sensoren quasi, also nicht VR vom VW, sondern VR-Sensor wegen Magnetfeld draufziehen, die kannst du verpolen. Mhm. Und wenn du den jetzt quasi verpolst, kann es passieren, dass der dann zwar läuft, die Zündung aber ein paar Grad verschoben ist. Ja. Deswegen muss man das immer noch mal kontrollieren, ob das wirklich 0 Grad, 0 Grad sind. Mhm. Das heißt, dafür am besten ausgebaut auch schon irgendwo eine Markierung machen, wo wirklich OT ist? Genau, also das auch nochmal kontrollieren? Genau, bei den Motoren immer kontrollieren, ob schon eine Markierung vom Hersteller da ist. Die Markierung meistens, also meine Erfahrung ist, am besten immer noch mal kontrollieren, ob es wirklich OT ist. Weil manchmal machen sie dann auch laut Handbuch, ist schon 10 Grad vorgestellt, ja, 6 oder, Grad oder sowas. Oder ich sag nur die alten Golf 2 Motoren früher immer, ne, die halt gleich ein paar Markierungen drauf hatten. Genau, genau. Zum Zündung einstellen. Das immer kontrollieren, ob das wirklich OT ist und dann darauf aufbauen. Mhm. Und ansonsten das halt mit einer Messuhr ausmessen und selbst eine Markierung machen. Mhm. Ja. Sonst aber soweit alles, dass du schon Zündung anmachen kannst, logischerweise. Spulen, ja, sind drin. Spulen sind drin, ja. Batterie ist drin. Ja. Steuergerät ist drin, dicke Kabel sind drin. Ja. Alles am Start hier. Genau. Geil. Immer wieder ein Vorteil hier von der Lightbox ist halt, mit diesem Motorsportkabel, wo wir dran, können wir jetzt hier wirklich einfach zack, Spannung an, Spannung rausmachen. Ja, ist doch bei so einem Auto, gerade wenn die länger stehen, kannst du das einfach trennen. Mhm. Und dann entlädt die sich halt nicht. Ja, vor allem, man hat immer gleich zwei Schalter. Das heißt, einen kann man einfach nach innen machen, einen irgendwo nach außen. Ja. Und dann kann man da wirklich jederzeit den Stromkreislauf komplett unterbrechen. Ja. So, pass auf, ich geh mal einmal rum hier. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier am Schlüssel drehen. Müsste eigentlich schon mal passieren. Ah, hier. Da habe ich Marius irgendwann mal ein Bild reingemacht, weil es noch sein altes Display gerade ist. Ah. Aber wie siehst, das ist alles schon hinterlegt. Mhm. Die oben noch nicht. Mhm. Lambda, ich glaube, die ging auch schon. Und Ladedruck, mhm, quasi auch schon. Mhm. Druck, Lambda geht. Das heißt, Flüssigkeiten sind jetzt sogar logischerweise auch schon drauf? Ich habe die schon vorgeführt, ja. Weil 25 Grad Wasser, zeigt alles an, geil, okay. Das heißt, hier 12,7 Spannung. Das, ja, passt, geil. Okay, das ist halt das Praktische, wenn man die ganzen Sensoren im Display einfach nur bei CAN bus laufen lässt, dass du steckst einfach nur das Display dran und schon hat er die ganzen Sensoren. Genau, aber du musst es halt je nachdem, was für ein Steuergerät dran ist, halt nochmal gegebenenfalls anlernen. Mhm. Das ist halt, also dadurch, dass das jetzt quasi auf der EMU-Basis war, musst du dem Display jetzt erstmal wieder beibringen, du, da ist gar keine EMU dran, sondern es ist jetzt eine Maxi-CU dran. Da sind dann teilweise die Daten noch mal ein bisschen verändert. Okay, also man muss doch den Sensor tauschen in dem Display in dem Moment. Den Sensor nicht, sondern nur die CAN-Bus-Adresse quasi. Mhm. Da gibt es aber,
schon vorgefertigte Masken. Das, die MaxisU schickt das dann quasi auf einer anderen Canbus-Adresse raus als die Ihnen. Mhm. Mhm. Und das ist aber schon hinterlegt. Man muss es aber nochmal abgleichen. Oh, ich sehe Licht hier geht auch schon. Ja, das würde sogar ausgehen, wenn wir jetzt sogar schon deine coole Bremse drin hätten. Und normales Licht geht soweit. Ah, okay, weil das Bremspedal gerade unten hängt. Genau. Alter, hier Xenon geht auch schon. Ja. Können wir ja doch noch wie in alten Zeiten heute Abend direkt auf Autobahn, ne? Und Feuer, ja. Geil, ja. Vielleicht ganz anderes Auto mit Xenon hier. Das sieht geil aus, ne? Haben einige gesagt, was für ein Quatsch beim Rennauto Xenon anzubauen? Ja, aber mein Gott. Ich habe aber gleich gesagt, es kommt doch mal der Tag, wo man mal im Regen fährt, im Nebel fährt, im Dunkeln fährt. Und irgendwie ist es schon mit Xenon immer geil. Hat Max ECU auch so einen Drosselklappen-Anlernmodus? Nee, die musst du quasi die Sensoren selber anlernen. Ist auch immer besser. Also dieser Anlernmodus ist ganz cool. Mhm. Wir haben hier aber schon ein paar vorkonfigurierte Drosselklappen auch drin. Hat die IMU natürlich auch. Du musst aber quasi die Endanschläge nochmal kalibrieren. Mhm. Das ist immer besser, wenn man das mechanisch einmal macht. Deswegen ist jetzt auch der Schlauch nicht drauf, zur Drosselklappe. Das war quasi die Drosselklappe zudrücken. Mhm. Dann sagen, das ist jetzt null. Mhm. Komplett aufmachen und sagen, das ist jetzt voll offen. Das war später keinen... Ja, die weiß jetzt quasi von der Kalibrierung kann ich sie natürlich auch selber antakten, dass sie zu ist. Aber sie weiß dann, bei 0,5 ist sie jetzt zu, obwohl sie, sagen wir mal, 0,4 erst zu ist. Das dann geht es auch nicht weiter. Hast du schon gemacht oder müssen wir noch machen? Kontrollieren wir gleich nochmal, wie okay. Gar nicht. Das heißt wirklich mit dem Finger Drosselklappe ganz zudrücken, genau. Und Wert angucken und festlegen und ganz aufmachen und das gleiche auch nochmal. Ja. Und dann weiß das Steuergerät, dass Klappe auf zu ist. Genau. Okay. Das ist ganz wichtig. Ja, geil. Das muss man beim Drosselklappen-Poti eigentlich auch immer machen. Mhm. Weil es gibt Drosselklappen-Potis, die sind, also die haben ja eh immer 0 bis 5 Volt. 0 bis 5 Volt ist aber eigentlich nicht der Arbeitsbereich von dem Sensor. Sondern der Arbeitsbereich ist meistens 0,4 bis 4,5. VW-Sensoren haben aber zum Beispiel nur 3,5 Volt Arbeitsbereich. Das muss man immer angleichen, immer anpassen. Das ist ganz wichtig. Okay, ja, ich würde sagen, los geht's mit Abblitzen. Ja, ich blitze nicht direkt an der Kabel ab, sondern ich blitze immer ganz gerne an einem Zündkabel ab. Ist genauer, weil wir sonst, das müssen wir eigentlich eine Zündlichtpistole einmal erklären. Aber auf alle Fälle misst die ja quasi den Strom, der durch das Kabel fließt. Mhm. Wir haben hier innen drin aber nochmal Elektronik drin. Da können wir quasi wieder ein Delay drin haben. Mhm. Deswegen ist es immer am besten, Spule raus, ein Zündkabel reinstecken und dann direkt auf den Zündkabel messen. Weil da wissen wir ganz genau, jetzt kommt der Funke raus. Mhm. Ohne Delay. Also nicht einfach auf die Ansteuerung gehen, sondern schon wirklich an das Kabel, was aus der Elektronik rausgeht. Genau. Weil das Problem ist, meistens musst du, also du kannst es auf der Minusleitung messen oder auf der Plusleitung. Bei manchen Autos, wenn man jetzt so die breite Masse, was wir hier haben, das geht dann manchmal nicht. Und dann passt der Wert dann nicht. Und wo du denkst, was ist denn das jetzt? Deswegen habe ich mir angewöhnt, ich nehme einfach die Spule komplett raus, stecke ein Zündkabel rein und messe direkt am Kabel. Hm. Das ist immer so das Einfachste. Klingt vernünftig. Machen wir erstmal nochmal hier den Kollegen aus. Wo ist denn der Knopf? Aber zum Abblitzen gleich, lässt du ihn dann schon laufen? Nee, da quasi Einspritzdüsen ab oder in der Software ausschalten. In dem Fall ist es einfach, wir machen jetzt einfach den Stecker ab. Mhm. Und dann lassen wir ihn quasi einfach leiern. Dann zündet er ja schon. Mhm. Und dann gucken wir uns quasi nur den Punkt an, wo er zündet. Also die 2-3 Umdrehungen vom Anlass erreichen ja schon. Ja, wir müssen schon ein bisschen leiern lassen, aber die 200-300 Umdrehungen reichen auf jeden Fall. Dafür, dass er schon mal funkt. Jetzt muss man auch dazu sagen, braucht man natürlich auch die Profi-Pistole, wo du den Zündzeitpunkt dann quasi auf der Pistole verstellen kannst. Die normalen Pistolen können das ja nicht. Also klar, du könntest jetzt natürlich über das Steuergerät dann einfach so lange am Steuergerät hin und her stellen, bis der Offset passt. Genau, ja, bei der Pistole ist es halt, da können wir den jetzt halt hoch und runter schieben. Ja, ja. Das heißt, die Pistole macht jetzt einen Versatz als Beispiel von 2 Grad zwischen dem, was reingeht und rausgeht. Genau. 2 Grad und dann kann ich halt sehen in der Software, wenn man jetzt zum Beispiel allein ist, das ist halt praktisch. Ja. Dann weißt du, ich habe jetzt ein Offset von 10, dann mache ich einfach den Wert im Steuergerät minus 10 oder plus 10 ja, ja. Und blitze dann nochmal und sehe dann, wo er ist. Und dann kann ich mich langsam rantasten. Ja, ja. Ist meistens einfacher, wenn ein Zweiter da ist, der quasi den Schlüssel dreht und
schon nebenbei den hoch und runter schiebt. Mhm. Und der andere dann einfach nur sagt, so, jetzt passt. Ja, ja. Okay. Ja, so, jetzt lassen wir erstmal auf Null. So, das Gute ist, durch das nicht vorhandene Gitter hier, kann ich sogar tatsächlich einfach durchfilmen auf die Riemenscheibe. Das heißt, mit der Pistole, hier kommt ein Blitz raus, immer genau in dem Moment, wenn auch gezündet wird. In dem Moment bleibt theoretisch für das Auge das Riemenrad stehen und man sieht halt quasi, wo es in dem Moment, wo geblitzt wird, steht, weil das menschliche Auge das einfach nicht mehr als flüssig sieht. Los geht's los? Ja, und kann losgehen. Und? Ja. Steht da? So konzentriert am Film und Pistole halten, dass ich es auf jeden Fall nicht gleichzeitig sehen konnte. So, das heißt, du guckst mal. Ja. Und ich lass sie mal. Versatz da. Ein Bauöldruck schon. Ja. Okay, das heißt, das können wir jetzt gerade schlecht zeigen, aber Versatz heißt, du hast hier eine Markierung auf dem Schwungrad und da eine Markierung auf dem Block und die beiden stehen nicht übereinander. Genau, jetzt ist halt hier die Markierung und hier ist quasi das auf der Riemenscheibe. Mhm. Jetzt müssen wir die aufeinander kriegen. Das waren jetzt, was ich gesehen habe, so 6 Zähne ungefähr. Schon viel, ne? Das sind 20, 30 Grad. Ja, genau. Das ist, deswegen stellen wir jetzt quasi mal 25 Grad nach und gucken, ob es okay. Gut, ich habe es jetzt vorgestellt und dann schauen wir nochmal. Next try. Ja. Sieht schon besser aus? Sieht schon besser aus, sag ich? Sieht besser aus jetzt. Ja, sind noch knapp 3 Grad. Ja, probieren wir nochmal. Passt? Ja. So, vorauern müssen wir auch nicht mehr, weil hat tatsächlich schon Öldruck da unten, 1,2 Bar. Riecht tatsächlich schon ein bisschen. Das riecht schon ein bisschen nach dem Öl, ja. So, jetzt gucken wir uns mal die Drosselklappe an. Warte, da haben wir jetzt 4,1. Versuch die mal zuzudrücken. So klein kriege ich kaum einen Finger rein. So ist es zu auf jeden Fall. Ist hier zu, ja? Ja. Ja, 4,4 Volt, ja, 4,4 Volt haben wir auch. Kriegst du die komplett aufgedrückt? Ist offen? Ja. Komplett offen, ja? Mhm. Sicher? Mhm. Probier noch ein bisschen mehr. Mhm. Warte, jetzt mach ich sie gerade zu. Ja. Nee, weiter geht nicht auf. Okay, na, dann passt das. Okay, das heißt Pistole hier wieder ab? Ja, Pistole mal wieder ab. Und anreißen. Und einmal vergasen, sagst du. Willst du? Soll ich? Oh, ich starte ruhig. Auf irgendwas achten oder scheißegal? Hauptsache Gang ist raus. Das heißt aber von der Software her bist du auf so Vierzylinder mit den Düsen dann so fit, dass du halt sagst, das kriegst du so hin, dass das Ding relativ schnell läuft immer. Ja, das ist ja, manche Motoren sind ein bisschen effektiver, manche ein bisschen weniger. Da machst du erstmal so einen Mittelwert, dass du im Stand, keine Ahnung, 2,5 Millisekunden hast. Mhm. Vorher halt Benzindruck kontrollieren, das ist halt wichtig. Ob die Düsen angetaktet werden, Zündspulen getaktet sind. Drosselklappe weiß ja auch so Pi mal Daumen, der wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen höher laufen oder halt gar nicht, gleich wieder ausgehen. Das musst du halt rausfahren, das ist ja je nachdem, wie viel. Also wie gute Volumeneffizienz der Motor quasi. Ja, ja. Das heißt, ein guter Funktionscheck ist auf jeden Fall das Wichtigste, dass genau. Man ausschließen kann, dass man irgendwas ist. Genau. Und Zündkernfeld, da schreibt man ja eh so aus Erfahrung was rein, was ungefähr auf den Motor passt. Die Zündreihenfolge ist ja klar. Man muss ihn vorher einfliegen. Und der Rest ist jetzt quasi innerhalb von einer halben Stunde angepasst. Also Leute, drückt die Daumen hier, ne? Mal gucken, ob es knallt. Kann losgehen? Mach mal. Jawohl! Bleib ein bisschen
Mega. Lambda, alles da. Na, guck mal, perfekt, Lambda 1. Das ist jetzt schon mit irgendeiner Lambda-Regelung oder komplett ohne? Nur nach. Das? Ja. Haben wir jetzt 5% muss er raufpacken aufs Kennfeld? Das mache ich einfach selber. Ja, weil das Ding läuft ja jetzt schon wie eine 1 eigentlich, ne? Ja, das ist halt, Funktionscheck ist ganz wichtig. Und sonst ist es immer das Gleiche. Endlich läuft die Butze wieder. War eigentlich schon gut am Gas, war. Das ist ja. Ja, vorhin 1,4er. Das hat immer Spaß gemacht. Ich würde behaupten, hier ist noch ein Fehler mit Wasser- und Mülltemperatur. Warum? Wir können nicht beides schon 63 Grad haben. Das ist richtig, ja. Ziemlich konstant hoch, ne? Da muss ich gleich mal den anderen. Als wenn die vielleicht beide jetzt gerade auf einem Sensor sind, nur auf Wasser. Kannst du mal bei im Steuer gucken, was er da sagt als Wert? Ob er dabei Öl auch so viel sagt? Vielleicht ist im Display gerade nur der falsche hinterlegt. Ja. Ja, das ist noch der falsche. Würde wahrscheinlich nur 25 Grad haben oder was steht da? Na, 40 Grad haben wir schon. 40 Grad, ja, genau. Das ist ja auch witzig, dass die Max-EC-Ruder so richtig schön ein richtig schönes Zeichen malt, ja. Wo er lang gefahren ist. Ne? So, wenn ich jetzt Gas gebe, sieht er so richtig schön, in welchen Bereichen der. So, das Gute ist, den Motor müssen wir jetzt zum Glück auch nicht einfahren. Gleich runter. Hast du schon nasse Füße oder läuft nichts raus? Nee, komischerweise richtig. Hast du Lüfter angeschlossen schon? Ja. Ah, geil. Kannst du sehen, was der in Unterdruck zieht gerade im Leerlauf? Ja. Ach, da unten. Ja, ich sehe schon. Ja, auch da unten, ne? 40 kPa, also 0,6, ja, genau, ja. 0,6 Unterdruck. Genau. Ja. Machen wir aus, mal gucken, ob er noch wieder angeht. Ja, geht auf jeden Fall mit Gas geben einmal automatisch an, ne? Hast du mit Gas oder ohne Gas? Nee, ohne. Ohne. War normal. Ich mach nix. Unten. Machen an. Ja. Mach so einmal auf 2,5. Aber für den Prollmodus eigentlich jetzt geil. Ob so, oder? So, einmal gucken. Scheint aber echt tatsächlich alles dicht zu sein, ne? Dann können wir mal gut fahren, ne? Wobei ich habe mir wirklich eigentlich beim Zusammenbau echt Mühe gegeben, weil ja, ich wirklich vorhatte, wenn das Ding dann läuft, dass er dann noch läuft. Ein paar Stellen habe ich nochmal nachgezogen gehabt. Ja, geil. Also zum Glück auch nicht viel dran an dem Teil hier, ne? Geil, wie man im Endro schon den Lader hört, ne? Beim Anmachen. Ja. Gib mal ein bisschen Gas. Ein bisschen mehr. Jawohl. Krass ist, hatte ich schon lange nicht mehr, weil wir jetzt immer Ethanol gefahren sind, wie normaler Sprit dann doch immer so schnell wieder räuchert, ne? Wenn der ein bisschen zu fettig ist. Ne? Das ist, ja. Das hast du bei Sprit ganz viel, ja. Und das langsam merkst du auch in der Nase hier. Obwohl die Tore offen sind. Und wir riechen es nachher. Ja. Aber Wasserhaushalt scheint eigentlich ganz gut zu sein, ne? Na, guck mal, 77 der Grad jetzt. Der ist warm, ja.
77 Grad, also klar, ist schnell warm, aber wird jetzt nicht wärmer. Das ist ganz geil eigentlich, ja. Was hast du da wieder für einen Motor ausgesucht? Ganz viele sagen ja, dass der Motor wirklich richtig was kann. Wie meinst du? Ja, weil so mit, also wie der aufgebaut ist, auch mit der hat ja unten so eine, die ganze Kurbelwelle ist auch mehr oder weniger in so einer Kassette drin. Ah. Also ist wirklich komplett, fast, du kriegst eine Weise, wenn du eine Ploy tauschen willst, weil du so scheiße schon rankommst, weil das alles so zu ist. Okay. Kopf ist halt ein bisschen schwieriger aufgebaut. Ja. Aber an hat sich. Hat ja auch die Lagerung oben im Deckel mit? Ja. Okay. Und auch nicht nur die Lagerung, sondern halt auch die ganzen Hydroschlüssel sind mit im Deckel drin. Echt? Also du hast quasi alles oben drin. Deswegen ist auch, du, so Nockenwellen einmessen und so, ist auch voll Katastrophe. Weil der hat nämlich hier hinter zwei Stirnräder. Ja. Das ist auch wieder geil. Zwei Stirnräder dahinter und wenn man sich dann einmal mit dem Thema Steuerzeiten ein bisschen beschäftigt, dann geht's, aber sich da reinzufuchsen war echt Katastrophe. Mhm. Naja, aber er sieht tatsächlich so klein, also dafür, dass er nur 1,4 Liter hat, sieht er wirklich extrem massiv aus und auch schwer. Also dieser Block war wirklich, also es gibt ein paar Spanier, die fahren da 400, 500, 600 PS ohne Probleme in den Ding. Naja, natürlich dann nicht mit so einem Kinderlader, ne? Natürlich schon. Zwei. Dann entweder zwei davon oder halt, was weiß ich, eine vernünftige Puste so in der Größe. Ne? Ja. Aber nee, also da sind wirklich alle, dass die sagen, boah, die Motoren können was für die Größe. Das ist geil. Na, ich bin gespannt. Und nicht erst. Okay, ja. Das heißt, jetzt alles soweit ready machen. Nochmal durchchecken. Hier so ein bisschen noch, natürlich bevor es auf den Prüfstand geht. Ja, Racegate-Dose, genau. Verkabeln. Zwei, drei Kleinigkeiten noch. Kabel schon da. Und dann, so wie ich dich kenne, willst du wahrscheinlich direkt auf den Prüfstand, ne? Klar. Dafür ist er da, oder? Muss. Entweder hält oder er fällt. Und dann müssen wir uns halt überlegen, ob 102 Oktan oder irgendwie eine Mischung, E50. Also wichtig, gerne machst du eh wieder. Ja, das Problem ist ja, bei hier gehen ja Unmengen an Sprit eh schon durch. Weil jeder, der mal so ein bisschen Rennstrecke gefahren ist, ja, weiß ja, was da so durchgeht. Ne? Nur am Nachtrank, ja. So, mit E50 plus Turbomotor, boah, also da wirst du locker auf der Rennstrecke pro Runde 2 Liter durchziehen, ohne Probleme. Mhm. Eher wahrscheinlich sogar in Richtung 3, 4 Liter. Mhm. Das heißt, mit einem 40 Liter Tank kommst du ratzfatz zu 10 Runden. Ja, vor allem kannst du auch nicht so viel Sprit immer mitnehmen. So, das ist halt, das muss man sich auch überlegen. Aber geil wäre halt schon, wenn das Ganze hier so in Richtung 300 PS geht. Das wäre schon cool. Ja, das Hauptproblem ist ja, dass du an den ganzen Rennstrecken immer nur 98 hast. Ne? Mhm. Na, zum Qualify machst du dann eine entspannte Mischung und dann zum Rennen machst du dann zum Aufdrehen. Spezialmischung. Aber Resümee, bisher mit Max ECU begeistert. Alles gut. Ja, es funktioniert. Ist wirklich, ist einfach, du zippst das ein und funktioniert einfach. Ohne Probleme, ohne Kopfschmerzen. Vom Anspringen her und all sowas vergleichbar mit EMU oder doch ein Tucken einfacher und läuft an sich schon stabiler? Ist eigentlich gleich. Du musst halt wissen, wo du was drücken musst. Ah, okay. Also die Vorbedatung ist quasi alles. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Bei der Max ist mit dem Triggerfin fast einfacher, weil du ein Oszilloskop im Steuerhead in der Diagnose mit drin hast. Mhm. Das ist ganz cool. Das fehlt bei der EMU so ein bisschen. Auch wenn sie die Triggeranzeigerung hat, also ein Scope, ist bei der Max aber besser, weil du wirklich wie ein Oszilloskop hast. Das ist wirklich cool. Geil. Ja, ja, ich freue mich, dass das Ding jetzt läuft. Ja. Wir wollen ja eigentlich auch schon bald fahren. In einer Woche, oder? Ein, zwei Wochen ist wieder Bilzerberg und jetzt musst du das Ding tatsächlich mal. Also ich kann einfach nur vielen, 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 vielen Dank sagen. Mega, mega geil. Ich hätte es definitiv nicht so schnell, nicht so gut und nicht so professionell geschafft. Deswegen Chris nochmal. Geil. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit dem Grinsen nach Hause fahren. Und dann komme ich auf jeden Fall nochmal wieder, weil es reizt mich, wie das Ding so auf dem Prüfstand sich anhört mit den Slicks und so. Ja, dann kannst du auch mal die Gänge durchknallen. Ja, das reizt mich einfach so. Ich weiß, wir werden dann eh wieder nicht aufhören, werden Ethanol reinkippen, werden die Wassermethanol aktivieren und so weiter. Mhm. Aber lieber hier jetzt einmal auf dem Prüfstand, wir quälen hier nicht kaputt, das sind ja dann auch keine Maps, die man am Ende auf der Rennstrecke fährt. Nee. Weil das wird erste, zweite, dritte eh nur durchdrehen. Aber es ist ja fürs Gewissen geil zu wissen, was das Ding halt kann, ne? Oder wenn du merkst, halt, dass du noch ein bisschen mehr brauchst, kannst du halt noch mal ein bisschen aufdrehen. Ne? Ja, ich denke, das könnte jetzt passieren. Nee, super. Ist schon wieder spät. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf dem nächsten Video kriegt ihr ein paar Zahlen am Kopf, was das Ding auf den Prüfstand drückt. Und dann geht's auch schon auf die Strecke. Ciao.